Tecklenburg wirklich lange haben? Ich könnte Hessen bekommen, also Vasall vielleicht. Warum zum Fick macht er das denn nicht? Hessen, ne? Dann gönne ich mir halt Vasallen. Machen. Muss diese Allianz auch haben. Ah, ich habe 110% ist die Kriegen mehr. Ist auch ärgerlich. Schick mir mal Geld. Dann kriegt ihr vielleicht Institutionen. Könnte ich Tecklenburg rausschmeißen und durch Hessen ersetzen, möglicherweise. Ich meine, die muss ich eh irgendwann loswerden. Vasallen braucht das Land. Richtig auspeitschen. Wo ist denn der Auspeitsch-Button? Gibt's bestimmt eine Mod für, oder? Bestimmt. Ja, stell eine Mod, hast du einen Peitsch-Button und kannst... Wenn du was sein lässt, draufklicken und dann. Dann sinkt die Freiheitsbestreben, oder? Ja. So 0,01 oder was das kleinste ist. Das kann man doch. Kann man doch sicher problemlos modden. Aber es steigt jeden Monat irgendwie um 1 und so. Dann muss die ganze Zeit draufdrücken. Ja. Das ist auch die einzige Möglichkeit, das zu reduzieren. Wie so eine Art Minispiel, ne? Und du musst das natürlich für jedes Nation separat machen. Also wenn du irgendwie so 10 Kolonialnationen hast, bist du halt gefickt. Darfst du auch nicht pausieren, das funktioniert nicht, wenn du pausierst. Oder als Kaiser vom Heiligen Römischen Reich. Ah, was ist das hier? Achso, da geht schon zu. Bist du gar nicht mehr fertig. Du hast jetzt einen Autoklicker gebraucht. So ein Klickerspiel. Cookie-Klicker, ähnlich. Ich brauche noch ganz schön viel. Es verbreitet sich aber auch mit einer Langsamkeit. Links ist schon rechts viel, rechts ist mal wieder nichts. Im Osten ist es noch rot. Teilweise. Osten ist auch rot. Könnte jetzt vielleicht langsam mal diese Koalition gegen mich enden, komm schon. Leute, tretet mal aus. 38, 23. 3 und fucking 20. Wann hören die auf? Wann gehen die mal raus? Habe ich mit Tecklenburg eine Staatsehe? Das ist kacke. Muss ich irgendwie loswerden noch? Junge, ist das frustrierend für mich. Ich könnte die ganze Zeit Kriege führen.
Irgendwie eine Stunde oder so hocke ich hier und kann nichts machen. Oh, die Insel hat es auch schon, sehr schön. Ja, ihr könnt euch hier voll ausbreiten und ich eier hier rum. Keine Chance, keine Chance einfach. Wie ging die Christen ein? Peter verleibt sie jetzt einfach länger ein. Glaubst du das? Glaubst du, Sizilien? Warum ist das denn so groß und mächtig? Hm. Oh, verschwindet gleich der Kirchenstaat? Nee, nee. Wird nur Windel kleiner, upsi. So, noch 400. Ungefähr, dann hätte ich's. Ach, 90 Dukaten. Ah, wenigstens etwas. Ja, braucht schon Verbündete, wenn er mal Sallen hat. Ich müsste schon wieder pissen, das gibt's doch nicht. Was ist denn heute los? Denn? Und guck mal, euer Herrscher jetzt langsam mal. Muss ja nicht bald enden. 20. April 33, okay. Ach, nur 15 habe ich, musste hier nur 5 Jahre warten, auch schön. Könnten jetzt langsam mal welche aus der Koalition austreten. Ich habe so gar keinen Bock, ich sehe schon. Doch mal Schlesien angreifen. Oh wow, Krakau hat gleich gerade leichte Probleme. Krakau hat dezent Probleme. Okay. Ja. Kann man mal machen, oder? Muss mal Truppen verschieben. Ich möchte mal, glaube ich, Krakau angreifen. Ich hoffe, das wird sich nicht gleich als massiver Fehler herausstellen. Aber erstmal warte ich den Regentschaftsrat ab. Der ist ja gleich zu Ende. Smolensk hat noch Bock, leider. So müsste jetzt nicht langsam mal. Ach, also.
Moral Armee minus 5. Geil, danke Spiel. Ich gehe mal auf den Klo und hoffe, dass einfach nichts passiert. Ihr lasst einfach weiterlaufen. Kommst zurück, alles beobachten. Explodiert einfach. Minus 10 Unruhe. Kann ja mal speichern. So, gleich kann ich wieder Krieg führen. Endlich mal wieder. Gegen die Russen? Ja. Gegen Georgien, so mehr oder weniger. Ja, da werden wir definitiv laden müssen, ne? Also. Was ist los? Nix, aber ich wollte einfach was sagen. So, gucken wir mal. Ich glaube, da können wir eingreifen in diesen Krieg. Smolensk hat schon keinen Bock mehr und die haben kaum noch Truppen und ich rufe einfach alles rein und dann. Go, go, go. Ubiatz. Ich erobere mir doch gleich mal damit mehr. Kriegspunkte bekommen, ne? Gut, 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 gut. Und dann weiter mit Hessen. Wo war Hessen? Hessen. Krakau hat leider die sind auch katholisch, leider. Jetzt würde ich Punkt pro Bonus bekommen. Die Almoriden haben irgendwie ein Problem, ne? Die machen gar keine Kriege mehr, weil die total eigentlich pleite sind. Ist doch gut. Ja, deswegen habe ich Ruhe hier in Spanien. Oder Iberien, besser gesagt. Ja, jetzt hat er auch noch Ruhe, weißt du? Warum kriegt die KI das denn nicht hin mit den Finanzen? Ey, ist doch so ein Riesenland. Also dumm wie Brot ist, deswegen. ...250 noch. So, ich weiß gar nicht, ob Krakau überhaupt noch Truppen hat, oder... Dann expandieren wir mal weiter nach rechts. Nach rechts. Lass beim rechten Rand fischen. Holt die Heimatheit. Gib mir das Geld von dem Event.
Hey, ich bin Großmacht. So. Jetzt habe ich natürlich keinen Diplomaten frei. Kann ich euch Wissensteilung anbieten? Gucken wir mal. Delfine schon mal nein. Oh. Peter wahrscheinlich auch nicht, ne? Was? Wissensteilung? Ja, bist viel zu weit weg. Komm noch mal ein Ja. bisschen näher. Streng dich noch mal ein bisschen an. Bei Delfino könnt ihr noch mal gucken, wenn ich den Krieg hier gewonnen habe. Wem kann ich denn Wissensteilung anbieten? Eine ganze Menge Leute hier. Oh, Schweden, das klingt nach viel. 254, ja, gib mir mal. Wissenszeitung akzeptieren, sehr gut. Krakau ist leider so 1000er Sticks hier rumrennen. Ich glaube, die sind so ein bisschen verzweifelt. Santok erobert. Sitze Stolper, so na gut. Also nicht so schlimm, das sind meine. Das ist mein Vasallenteil, das geht immer noch. Schwierig ist, wenn das ein Land ist, wo man es nicht übertragen kann. Manchmal überträgst du das einfach nicht und dann haben irgendwelche komischen Länder. Diese Provinzen, man kann sie nicht mitnehmen. Das läuft sehr gut. Ich glaube auch daran, dass Krakau keine Truppen mehr hat. Böhmen sieht mir also die Wale auch schön. Können wir mal gewinnen, so langsam. In Zielona Gora. Ist das eine Karte? In Battlefield? Ich glaube, wegen der Mod ist das eine Karte. Oh! Der Krieg ist vorbei. Krakau wurde so ein bisschen verkleinert. Kann man nicht entscheiden. Ich muss jetzt warten, bis hier endlich mal Festungen erobert werden. Wie können die so wenig Kriegsmüdigkeit haben? Die waren eben fast vollständig besetzt. Ich bin schon wieder keine Großmacht mehr.